So, herzlich willkommen im Haus Beder in der neuen Galerie mit einer neuen Ausstellung, mit der wir die Bürger Bitburgs und des Umlands gerne vertraut machen möchten. Es ist eine ganz besondere Ausstellung, nämlich deshalb, weil wir uns mit dem Thema Yachtstillleben in das Feld begeben, was eigentlich für die Eifel sehr typisch ist. Durch die schöne Natur, die großen Wälder, spielt das Wild seit jeher eine große Rolle. Und aus 4 Jahrhunderten können wir Bilder zeigen über die Yacht, über die Natur und vor allen Dingen über die Veränderung, die die Maler vorgenommen haben bei der Darstellung jachtlicher Szenen, angefangen von Stillleben, über Wilddarstellungen bis hin zu den historischen Bildern und Stichen, beispielsweise von Riedinger. Hinter mir hängt ein Bild, Winterlandschaft. Es könnte in jedem Forst der Eifel sein, wo der Bock zum Ende des Winters schon sein erstes Gehirn geschoben hat, er ist noch im Bast. Und ich denke mal, gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist für viele Spaziergänger, die im Wald unterwegs sind, ein solches Bild ganz typisch für die Jahreszeit. Meine Damen und Herren, Kernstück dieser Ausstellung, die wie gesagt sehr viel Aufwand verursacht hat, sind die jachtlichen Stillleben von den Holländern, die wir leihweise erhalten haben von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, der Alten Pinakothek und der Kunsthalle in Karlsruhe. Sie können sich kaum vorstellen, dass im 18. Jahrhundert bereits die Künstler aus Holland, die die Kunst der Stilllebendarstellung beherrschten, über ganz Europa gereist sind und an den adligen Höfen gemalt und dekoriert haben. Das Typische dieser Stillleben sind die Darstellungen, die so naturgerecht sind, dass man fast annehmen könnte, es seien echte, tote, dargestellte Tierobjekte. Die Kunst der Malerei der Niederländer war so ausgeprägt, dass alle Höfe in Deutschland und in Italien, in Österreich, Spanien, Frankreich stolz waren, wenn sie holländische Yachtstilllebenbilder erwerben konnten oder ihre Festsäle ausdekorieren konnten mit solchen Darstellungen. Die Kunst besteht eben darin, dass jede Feder, jedes Haar von dem Wild so naturgetreu dargestellt werden konnte, dass der unverfängliche Betrachter fast gemeint hat, er hat es mit einem echten Stück Wild zu tun. Beispielsweise dieses Bild dort hinten zeigt sogar fallende, schwebende Federn. Das sieht man natürlich erst, wenn man ganz genau hinguckt und die Bilder, jedes einzelne von ihnen, bietet eben so viel für das Auge, dass man sich hier mit jedem einzelnen Bild eigentlich lange beschäftigen kann, bis man alles erfahren hat. Dieses Bild von Wittenbach, 1812, zeigt die Trier Yachtgesellschaft. Es ist eine Leihgabe des Simeon Stift aus Trier und man kann schon sehen, gegenüber den bildlichen Darstellungen der Parforce-Yacht oder den Prunkjachten des Adels im 17. und 18. Jahrhundert, dass hier die Bürger aus Trier sich an einer Treibjacht im Herbst beteiligt haben. Auch bei diesem Bild muss man lange hinsehen, um alle Einzelheiten zu erfahren. Die 5 Füchse. Gesehen hat und das übrige erlegte Wild. Interessant ist, dass sogar ein Schütze offenbar Schrotkörner abbekommen hat und sich hier den Kopf
mit einem Tuch hält. Die einzelnen Jäger und Gehilfen auf der Yacht, die Treiber, haben alle individuelle Gesichtszüge. Und insofern wäre es interessant zu erfahren, ob es tatsächlich Porträts sind von Trierer Jägern aus dieser Zeit. Dieses Bild aus dem Fritz-von-Wille-Museum oben im zweiten Stock ist auch interessant. Fritz von Wille war nicht nur Maler, er war auch in seiner Freizeit Jäger. Und wir finden hier ein typisches Eifelbild mit verhangenem Himmel. Seine Spezialität waren ja Darstellungen von Ginster und Wolken und Herbstlandschaften. Und wir sehen hier, wenn wir genauer hingucken, den Stöberhund und den Jäger, der mit dem Hund die Hecken abklappert, um hier nach Hasen oder nach Federwild zu schauen. Interessant ist eben, dass Fritz von Wille zur Düsseldorfer Malschule gehört, ebenso wie Max Klarenbach, der ein ähnliches Bild gemalt hat, das dort drüben hängt. Und wir haben ja hier auch eine spezielle Klarenbach-Ausstellung gehabt vor einigen Jahren, zusammen mit der Galerie Paffrath aus Düsseldorf haben wir diese Ausstellung zusammengestellt. Aber es ist auch insofern interessant, dass wir in der Archivsammlung von Fritz von Wille auch ein Bild gefunden haben über die Darstellung des Hubertus. Die Sage vom St. Hubertus trifft unsere Region ganz besonders. Die einen meinen, Hubertus wäre aus den Ardennen gekommen. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel in Wolfsfeld eine alte Hubertus-Kapelle steht. Wir wissen auch, dass das Diana-Denkmal bei Bollendorf hier in der Eifel Zeugnis davon ablegt, dass die Yacht schon zur Römerzeit hier in der Eifel einen hohen Stellenwert hatte. Man erzählt sich sogar, dass das halb zerstörte Bild der Göttin Diana in Bollendorf zerschlagen worden ist auf Geheiß des St. Willibrods, der keine heidnische Kunst in seinem Beritt dulden wollte. Ich erwähne das nur, um zu sagen, der geistige Hintergrund für die Begründung dieser Ausstellung ist sicherlich in der Geschichte unserer Region und in der Geschichte der Yacht in unserer Region zu finden. Damit auch etwas Ethisches zur Yacht gesagt wird, verweise ich hier auf diese Wand mit den beiden Sprüchen, die wichtig sind für jeden Jäger. Einmal von dem Nobelpreisträger Ortega y Gasset, der darauf hinweist, dass der Jäger ein besonderes Gewissen haben muss bei der Yacht. Und natürlich auch von Oskar von Riesenthal, ein Spruch, den jeder deutsche Jäger beherzigen sollte. Ich erwähne das, um zu sagen, dass die Yacht ein hohes Kulturgut hatte und dass selbstverständlich auch Kritik bei der Yacht angebracht ist. Das fängt an bei den Prunkjachten, die wir im 17., 18. Jahrhundert in Frankreich oder an den anderen adligen Höfen in Deutschland und in England vorfanden. Erst nach 1848, als das Yachtprivileg des Adels aufgehoben wurde, kam es zu bürgerlichen Yachtszenen und da gab es genügend Grund für Kritik, für Häme. Und deswegen haben wir auch ausgestellt Karikaturen von Honoré de Daumier, einem französischen bekannten Karikaturisten, der die bürgerlichen Jäger auf die Schippe genommen hat, ebenso wie das bei uns Wilhelm Busch getan hat oder auch Karl Spitzweg in der Darstellung des Sonntagsjägers. Also hier haben wir zum Beispiel eine wunderbare Darstellung von einer Yacht im Winter, nämlich auf den Keiler. Im Gegensatz zu den Stillleben kann man hier wirklich sagen, lebt dieses Bild. Der Keiler voller Kraft stellt sich hier den Hunden
und wehrt sich entsprechend. Das ist natürlich die Art der Darstellung von Yachtbildern, wie wir sie kennen. Und die ist auch sehr weit verbreitet. Dieses Bild ist von Laube aus dem 19. Jahrhundert, ist eigentlich noch relativ jung, aber sehr gut dargestellt. Dieses Bild von der Wintertreibjacht von Hugo Mühlig aus dem 19. Jahrhundert zeigt so richtig anschaulich, wie die Yacht sich heute darstellt. Bereits im 19. Jahrhundert war die bürgerliche Yacht eben so vonstatten gegangen, dass die Treiber, die Hasen bei Schnee, den Schützen zugetrieben haben und zur Mittagspause eben zum Wärmen Feuer angerichtet wurde. Das ist der typische Gegensatz zu den Prunkjachten aus dem 17. Jahrhundert, wo mit viel Aufwand das Wild zusammengetrieben wurde und zusammengeschossen wurde, in einer Weise, die wir heute ethisch nicht mehr nachvollziehen können. Hier die Yacht ist eigentlich die vereinzelte Yacht, wo einige wenige Hasen und Rehe auf einer Treibjacht erlegt werden und sozusagen eine Herbsternte darstellen. Hugo Mühlig gehört auch zur Düsseldorfer Malschule, ebenso wie Fritz von Wille oder Max Klarenbach. Die Ausstellung zeigt eine ganze Reihe von Mühlig-Bildern und ich glaube, dass die Ansammlung von diesen Mühlig-Bildern von den Leihgebern ein schönes Bild für die Yacht heute darstellt. Also im Gegensatz zu dem klassischen Hirsch, den wir von Kröner gesehen haben, die beiden kämpfenden Hirsche, ist dieses Bild hier der Versuch von Joseph Beuys, mit wenigen Strichen einen Hirsch zu zeichnen. Die Idee war eigentlich, eine Brücke zu schlagen von der Darstellung der Yacht aus verschiedensten Jahrhunderten bis hinein in die Moderne. Und wenn man bedenkt, dass die ersten bildhaften Darstellungen der Menschheit überhaupt von vor über 50.000 Jahren Felszeichnungen waren, dann können wir eigentlich den Bogen spannen aus den Anfängen der Kunst in Form von dargestellten Jagdszenen bis hin zur Modernen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir von Joseph Beuys dieses Bild als Leihgabe bekommen konnten, um zu zeigen, dass alle Künstler in den verschiedensten Jahrhunderten sich mit der Darstellung der Yacht abgegeben haben. Natürlich in der neueren Zeit spielte die Darstellung der Hirsche, die naturalistische Darstellung vom Hirsch bis hin in die Zimmer der Förster auf dem Couchkissen und in den Souvenirläden. Und da ist sicherlich der Eindruck entstanden, dass das typisch ist für die Yachtmalerei. Die Ausstellung, die wir Ihnen hier bieten, zeigt eigentlich das Gegenteil. Sie zeigt die Vielfalt der unterschiedlichen Auffassungen, wie man Yacht darstellen kann. Diese Fotografien von Joseph Beuys mit dem goldenen Hasen haben eine besondere Bewandtnis. Ich glaube nicht, dass Beuys in irgendeiner Form Jachtliches im Sinn hatte bei dieser Darstellung, sondern er hat den Hasen eher benutzt, um eine Art Fruchtbarkeit darzustellen.